Julias Alltag beginnt früh und diszipliniert. Links um und los geht's. 7 Uhr in Stuttgart. Keine Zeit mehr, um müde zu sein. Julias Traum, die Olympischen Spiele 2020. Der Preis? Knochenarbeit, selbst am frühen Morgen noch vor der Schule. Ja, also manche Übungen sind schon ziemlich anstrengend, aber man muss die machen und dann geht's eigentlich. Mit 4 hat sie angefangen, jetzt ist sie 14 und mehrfache deutsche Jugendmeisterin. Ihr Trainer sagt, sie hat Talent, aber das allein reicht für den großen Erfolg nicht. Wie war der Sprung jetzt? Ja, gar nicht so schlecht, bloß ich habe nicht schnell genug meine Beine gebracht, weil sonst wäre ich mit mehr Überrotation gelandet. Und ärgert dich das, wenn das nicht so gut läuft? Oder klappt es einfach beim nächsten Mal besser? Ich versuche es von Versuch zu verbessern. 9-mal Training in der Woche plus Wettkämpfe am Sonntag. Egal wie groß die Anstrengung ist, Julias Wille scheint größer. Es ist halt ziemlich anstrengend, die ganze Zeit hin und her zu rennen, aber geht eigentlich. Halb 10. Schulbeginn für Julia in der Linden Realschule. 3. Stunde. Was Julia morgens durch das Training verpasst, muss sie nachmittags nachholen. Außerdem steht heute noch eine Klausur an. Ihr Alltag ist getaktet, durchgeplant von frühmorgens bis abends spät. Julia ist im Juniorenkader der Nationalmannschaft und schon viel rumgekommen. Mailand, Zürich, Klagenfurt. Doch jetzt spielt das keine Rolle. Jetzt kommt die Deutscharbeit. Um was geht's? Um eine Kurzgeschichte, die man interpretieren muss. Und, aufgeregt? Ja, jetzt kommt langsam die Nervosität. Aber es geht. Später will sie einmal Lehrerin werden und Olympiasiegerin. 3:30. Die Schule ist aus und die Deutscharbeit liegt hinter ihr. Gut, also ich habe sie mir ein bisschen schwieriger vorgestellt, also sie war ganz gut. Und das trotz täglichem Training. Ja, doch, das hat gepasst. Es ist warm, die Sonne scheint, der perfekte Tag fürs Schwimmbad, oder? Doch, eigentlich schon, aber ich bin dran gewöhnt, dass, wenn es schön ist, in der Halle also dort zu sein in der Halle. 16 Uhr und weiter geht's. Das Training ist erst dann zu Ende, wenn sie fertig ist, sagt Julia. Der Balken, nicht ihre Lieblingsdisziplin, Zittergerät nennt sie ihn. Sie beißt sich durch, ohne jeden Zweifel, das war nicht immer so. Es gab einmal, das war vor 1-2 Jahren, da hatte ich keine Lust mehr, weil es mir einfach alles viel zu stressig war. Aber dann wurde es irgendwie mit der Schule und Training ein bisschen einfacher. Und dann kam wieder der Punkt, wo ich immer mehr wollte. Das war schön. Alles verraten. Ja. In ihrer jungen Karriere hatte sie schon 8 Bänderrisse. Inzwischen hat sie gelernt, ihre Verletzungen zu ertragen. Den Stufenbarren mag sie am liebsten. Da fühlt sie sich sicher. Und trotzdem. Ich habe vor jedem Gerät Angst, aber ist aber eigentlich, glaube ich, auch normal. Was könnte im schlimmsten Fall passieren? Dass man direkt auf dem Holm fliegt. Und es tut dann ziemlich weh. Ist schon mal passiert? Ja. Aber ja, ich habe halt kurz geweint und es tat ein bisschen weh. Aber dann habe ich danach wieder gemacht und dann war alles wieder in Ordnung. Sie nimmt die Dinge nicht so schwer. Vielleicht ist es das, was ihr den Erfolg bringt. 14 Medaillen hängen bei ihr zu Hause. Der Druck, der auf ihr lastet, ist spürbar. Doch ihr eigener Ehrgeiz ebenso. 17 Uhr. Nach 6 Stunden Schule und fast 4 Stunden Training hat sie bald Feierabend. Und so wird es vermutlich weitergehen, bis sie ihr großes Ziel erreicht hat. Olympia 2020.